Hola, bienvenidos. Und es waren die letzten Worte auf Spanisch. Ich darf Sie und euch ganz herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz vor dem morgigen Europa League Match beim FC Sevilla. Zu meiner Rechten unser Torhüter Uli Baumann, zu meiner Linken unser Trainer Christian Streich. Und jetzt schon herzlichen Dank an unseren Übersetzer Burkhard Bauer, der Fragen und Antworten übersetzen wird. Was wissen Sie denn eigentlich über den FC Sevilla? Was besorgt Sie und was halten Sie von den Qualitäten der Mannschaft? Ja, ich habe mehrere Spiele angeschaut, gegen Barcelona, gegen Sevilla, habe ich gesehen. Sevilla, Rayo Vallecano, Estoril habe ich gesehen, als Sevilla dort gespielt hat. Es ist eine Mannschaft, die natürlich versuchen wird, morgen, wir gehen davon aus, ins Pressing zu gehen und uns unter Druck zu setzen. Sie haben viele neue Spieler in der Mannschaft, viele schnelle Offensivspieler. Chairo zum Beispiel, der sehr schnell ist. Also von dem her erwarten wir eine aggressive Mannschaft von Sevilla, die uns unter Druck setzen will von Beginn an. Eine Frage an Christian Streich. Ist das vielleicht auch eine Parallele, die man zwischen beiden Mannschaften ziehen kann, dass es auf beiden Seiten sehr viele neue Spieler gibt und dass es auf beiden Seiten auch tatsächlich noch ein bisschen braucht, bis das alles ineinander greift? Ja, ich glaube schon, dass man gesehen hat, auch in den Spielen von Sevilla, und zum Beispiel in Nou Camp haben sie sehr, sehr gut gespielt, waren 2-0 im Rückstand, dann stand es nach 90 Minuten 2-2 und haben in der letzten Sekunde das 3-2 bekommen. Da waren sie ganz, ganz stark und dann gab es aber auch sicherlich in den Spielen, die ich gesehen habe, Phasen, wo man gesehen hat, dass sie noch nicht ganz so eingespielt sind. Da gibt es sicherlich Parallelen, das ist klar. Aber man hat natürlich auch gesehen, die Spieler, die sie dazu bekommen haben in den Spielen, haben natürlich schon auch richtige individuelle Qualität. Aber das mit der Fluktuation in den Vereinen in diesem Jahr, das ist dann schon vergleichbar. Ja. Eine Frage an den Torwart. Oliver Baumann, heute in einer der Sportzeitungen Spaniens waren Bilder zu sehen. Der FC Sevilla hat sich gestern schon mal so ein bisschen eingeschossen beim Gotcha mit Farbbällen wurde da aufeinander geschossen. Auf was stellen Sie sich als Torwart ein, wenn Sie das mitbekommen, dass Sie da sich noch mal so ein bisschen heiß machen durch so eine Aktion? Nee, also nervös oder schlotternde Knie bekomme ich da auf keinen Fall. Also wenn Sie das vor einem Spiel für sinnvoll halten und machen wollen, für den Teamgeist ist es völlig okay. Für uns hat es aber überhaupt keine Bedeutung, finde ich. Was klar ist und was wir wissen, ist, dass es eine individuell starke Mannschaft ist, denke ich, besonders die, die wir aus der Bundesliga kennen. Ist auch klar, dass sie technisch und individuell einfach sehr, sehr stark sind. Und ich denke, da müssen wir uns drauf einstellen. Und ja, einen draufsetzen wir gegen Dortmund. Gerade nochmal an Oliver Baumann eine Frage. Vielleicht auch gerade nach diesem Dortmund-Spiel jetzt hier so in Sevilla zu sitzen, so einer internationalen Pressekonferenz vorher in dieses Stadion hier reinzukommen, ist vielleicht eine ganz, ganz schöne Abwechslung oder was ist das überhaupt für ein Gefühl jetzt? Denk mal, so ganz viele Pressekonferenzen in der Art gab es jetzt noch nicht. Ja, die ganze Europa League, dieser ganze Bonus, den wir uns letztes Jahr erarbeitet haben, ist was Besonderes. Dazu kommt dann noch so eine Pressekonferenz hier. Wir waren vorher kurz am Stadion draußen, haben den Rasen gesehen, haben die Tribüne gesehen. Das ist sicherlich ein anderes Stadion wie in Deutschland. Aber ich denke, man sieht ja die ganze Tradition und was für eine Stimmung hier herrschen könnte. Ich denke, das werden wir morgen dann sehen. Aber es ist was Besonderes und das, was wir uns erarbeitet haben. Und bin ich stolz drauf und müssen alles dafür tun, dass wir das noch sehr, sehr lange erhalten können. Mal Jens Wolters. An den Trainer. Die Vorbereitung, die Sie gewählt haben, vor allen Dingen halt, dass Sie auf das Abschlusstraining hier im Stadion verzichtet haben, ist das dem momentanen Zeitplan, die enge Taktung zwischen den Spielen, ist das dem geschuldet? Genau, es geht
ging nur darum, dass wir dann mit der ganzen Gruppe zu Hause trainieren können und dann gemeinsam hierher fliegen. Und es ging eigentlich um den zeitlichen Ablauf, sonst hätten wir hier trainiert, weil für uns ist es natürlich jetzt etwas Neues, in 3 Wettbewerben zu spielen und dann auch das zeitlich zu koordinieren, auch trainingstechnisch ist natürlich jetzt was völlig anderes, weil die Wochen anders getaktet sind. Wir haben sozusagen jetzt 3-Tage-Wochen. Früher hatten wir ganz normale 7-Tage-Wochen. Jetzt sind wir all 3 Tage beim Spielen und deshalb richtet man sich darauf ein, sonst hätten wir hier trainiert. Ja, eine Frage an den Trainer. Sicherlich kennen Sie einen der Spieler des FC Sevilla besonders gut, Marco Marin, der ja aus der Bundesliga stammt und der, soweit ich informiert bin, gegen den SC Freiburg auch einige sehr gute Auftritte gehabt hat in der Vergangenheit. Haben Sie vielleicht eine Sonderbewachung für diesen Spieler vorgesehen? Also wir kennen Marco Marin, wir kennen Piotr Trochowski, den kenne ich schon seit der Jugend, als er in Bayern gespielt hat. Ivan Rakitic, der in Basel war und dann in Schalke 04. Wir haben keine Sonderbewachung vorgesehen für Marco Marin, weil wenn wir Marco Marin eine Sonderbewachung auferlegen würden, müssten wir noch 5, 6 anderen Spielern eine Sonderbewachung auferlegen und dann würden wir nur noch 1 gegen 1 spielen über den Platz und das wollen wir dann doch nicht.